Ja, kann es denn tatsächlich sein, dass der Goldpreis hier dynamisch einen Widerstand überwunden hat? Und ist das vielleicht der Beginn einer etwas größeren, umfassenderen Erholung? Naja, ich sag mal so, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und ich will euch heute zeigen, mit welchen Szenarien ich hier rechne, auf welche man sich vorbereiten kann und welche oder wo ich besonders viel Wert darauf lege, Vorsicht walten zu lassen, was ich schon gesagt habe. Ja? Also bleibt unbedingt zu Ende bei mir dran, dann seht ihr den übergeordneten H4 und Daily Chart und wir schauen uns auch hier die ganz akute Situation im 15 an, damit für jeden was dabei ist. Und dann versuchen wir das so detailliert wie möglich auseinander zu dröseln. Bis gleich, zu Beginn natürlich erst einmal die Risikowarnung. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video nach meiner Art einer Work-Life-Trading-Balance. Das Trading für alle vielbeschäftigten Arbeitnehmer und Selbstständigen, die mit wenig Stress an der Börse teilhaben wollen. Und bevor wir hier in das kurzfristige MF15 gehen, schauen wir uns natürlich erst einmal die ganz, ganz, ganz stark übergeordnete Situation im Tageschart an. Und wie ihr schon ahnt, ja, im Gegensatz zur letzten Woche, wir sprechen über den Tageschart, hat sich natürlich jetzt nicht ganz so viel getan. Wir sind jetzt hier aus unserer jüngsten Range durchgerutscht, also durch diesen ja, mehr oder weniger starken Support bei ca. 1682, 1683, den wir hier noch aus dem März letzten Jahres kennen. Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, ei, wenn wir dort durchrauschen, da sieht es ganz, ganz finster aus für den Goldpreis, auch hier auf der etwas längerfristigen Sicht. Und da rechne ich mit Kursverlusten bis in den Bereich 1511, 1456 Dollar. So als erste Etappe. Ne? Aber gut, dass der Tagesschatter. Schauen wir immer mal ab und zu rein und gucken, was sich denn da getan hat. Viel mehr bleibt uns da im Moment noch nicht übrig. Schauen wir aber mal in den H4-Chart. Ich hatte ja schon in den letzten Videos gesagt, dass mein Etappenziel bei 1599 Dollar liegt. Daran hat sich jetzt momentan auch noch nichts geändert. Das heißt also, wenn wir jetzt mal kurz diesen Bogen spannen zu dem vermeintlichen Überwinden des Widerstandes im M15-Chart, ja. Ah, ist alles nicht so, wo man sagt, da habe ich jetzt so viel Vertrauen. Aber da kommen wir im Detail nochmal dazu. Man kann das durchaus probieren, man muss sich immer an bestimmte Dinge halten, aber das besprechen wir gleich. Auf was achte ich jetzt ganz besonders im H4-Chart? Nun ja, zum einen natürlich diese zwei Bereiche bei ungefähr 1735 und 1786 Dollar, die ich aktuell immer noch als relativ sinnvolle Retest-Niveaus betrachte, wenn man denn sagt, okay, ich will das Ganze nochmal weiter shorten, den Goldpreis. Ich glaube nicht daran, dass es hier nochmal zu größeren Preissprüngen kommt und will da lieber auf der Short-Seite dabei sein. Begrenzt ist das Ganze weiterhin im Bereich bei 1807, 1808 Dollar. Also wenn wir hier einen Schlusskurs drüber sehen, gehe ich davon aus, dass der Abwärtstrend sich erst einmal erledigt hat. Womit ich aktuell rechne, ist, dass ich jetzt hier auf dem aktuellen Niveau, also begrenzt auf der Unterseite ungefähr 1615 Dollar, dass sich jetzt hier so eine Art Seitwärtsphase entwickelt. Das wäre auch jetzt nicht verwunderlich nach der sehr starken Dynamik der Vorwoche, dass wir jetzt erst einmal in eine Seitwärtsphase übergehen und noch eine Range bilden. Und ja, dann verschiebt sich wieder das ganze Gefüge hier so ein bisschen, aber das ist jetzt nichts für heute. Da werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich drüber sprechen können. Momentan ist alles so, wie es hier steht. Die Range ist ja auch noch nicht da. Ne? Was wichtig wäre, dass wir hier jetzt wirklich mal ein Plateau bilden auf dem aktuellen, also irgendwo in diesem Bereich, was wir rund um die 1662 Dollar sehen, und nicht per Schlusskurs hier über ungefähr 1686, 1687 Dollar drüber klettern. Wenn das passiert, dann hat sich's erst einmal mit dieser Range hier erledigt und dann müssen wir nächste Woche mal ganz klar darüber sprechen, ob der Abwärtstrend vielleicht auch schon früher vorbei ist als gedacht. Aber momentan ist das alles noch nicht passiert, ne? Also es hat sich seit dem letzten Video nicht viel verändert. Wir sind immer noch auf dem Weg in Richtung Süden. Klar, wir haben jetzt hier so ein paar mehr oder weniger große grüne Kerzen hingestellt und das sieht jetzt ganz massiv aus. Aber pff, ja, so richtig ein Gegensignal gibt es nicht, ne? Und eine konkrete bullische Aufbauphase, von der sind wir momentan auch noch sehr, sehr weit entfernt. Und wenn euch diese Video gefallen, die ich jede Woche mache, dann lasst gerne ein Like da, beziehungsweise einen Kommentar. Darüber freue ich mich ganz besonders. Und dann ja, zeigt ihm auch so ein bisschen, okay, das Thema interessiert mich.
Ganz wichtig ist auch, dass ihr den Kanal abonniert und bei YouTube die Glocke anklickt, damit ihr auch über jede neue Änderung in den Videos, wenn neuer Kommentar drunter kommt, insbesondere weil ich ja auch immer dann am Folgemontag quasi immer einen wichtigen Kommentar drunter pinne mit neuen Widerständen, Unterstützung und einer kleinen Auswertung, wie die Woche geendet hat, da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Vielen Dank schon einmal vorab. Und ich würde sagen, da im H4-Chart jetzt nicht viel mehr zu holen ist, wechseln wir mal auf den M15. So, und da sind wir wieder bei der Situation, über die wir zu Beginn des Videos kurz gesprochen haben. Es hat sich eine Widerstandszone gebildet, die ich auch am Montag noch gepostet habe unter das letzte Video, zwischen ungefähr 1650 und 1652 Dollar. Und da sind wir jetzt drüber gerauscht, also gestern in den späten Nachmittagsstunden. Und dass jetzt hier wieder drunter ist, das hat für mich keine Bedeutung. Aber Fakt ist eben, wir haben diesen ersten Widerstand überwunden. Das Ganze auch sehr, sehr dynamisch. Warum ich mich von dieser Dynamik hier nicht unbedingt so, wie soll ich sagen, anstecken lassen will, beziehungsweise nicht in Aktionismus verfallen möchte, darüber sprechen wir gleich im Range-Chart. Aber es ist zumindest nicht das schlechteste Zeichen, dass wir wenigstens mal so irgendwie mal so ein Stück weit Power gesehen haben. Ne? Aber wie gesagt, wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir sehr viel Dynamik. Dann hatte ich gesagt, wird es erstmal seitwärts gehen. Das ist auch dann passiert letzte Woche. Ne? Also war wirklich komplette Seitwärtsphase. Wenn wir diese Woche mal wieder so ein bisschen mehr Dynamik bekommen, gern. Ja, vielleicht sehen wir diese Woche noch so richtig einen Push in Richtung Norden. Ja, dass wir auch über dieses kleine Plateau, was sich hier gebildet hat, bei 1662, 1663 Dollar, wenn wir jetzt hier drüber pushen, dass wir das, also richtige Dynamik diese Woche sehen. Und nächste Woche kann er sich dann wieder so ein bisschen entspannen, Retests abarbeiten, seitwärts laufen, ne, dass man dann auch die Chance hat, daran zu partizipieren oder dass er zumindest dort dann gewisse Tests macht, wo man dann wieder bewerten kann, will ich hier dabei sein oder nicht. Ja, hier aktuell das, was jetzt hier passiert, würde ich mich, wie gesagt, nicht einfach reinwerfen, sondern ich lasse ja gerne den Markt erst einmal für mich die entsprechenden Level abarbeiten. So, und jetzt gucken wir mal in den Range-Chart hinein. Und was ich auf jeden Fall noch loswerden wollte, in diesem Marktumfeld, was wir jetzt auch aktuell sehen, schon seit vielen, vielen Wochen und Monaten, ist es unverzichtbar, dass man weiß, was man tut. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also ich weiß, in den letzten Jahren, so gerade so seit 2009, in dieser ganzen Aktienrallye, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ey, ich habe das voll drauf mit dem Trading und meine Aktien, die sind alle durch die Decke gegangen und meine ETFs und was weiß ich nicht alles. Naja, weil eben alles gestiegen ist. Ne? Das, was wir jetzt hier aktuell erleben, ist wieder das eigentliche wahre Börsengeschehen, kein künstliches, hochgepushtes, wo es sowieso nur größtenteils in eine Richtung geht und da braucht man nicht viel Grips und Verstand oder braucht man nicht viel Ahnung, was man da eigentlich tut. Ne? Aber es wird eben jetzt zunehmend schon seit Beginn des Jahres immer mehr wieder sichtbar, dass man unbedingt wissen soll, was man tut. So, und in dem Zusammenhang seid ihr herzlich eingeladen zu Trading völlig neu gedacht. Das ist meine kostenfreie Mini-Coaching-Serie. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, um einfach so einen Einblick zu erhalten, okay, was kann man alles machen, auf welche Dinge sollte ich besonders achten. Einfach so viele Tipps in Videoform, die ich euch gerne an die Hand geben will. Und viele von euch sind auch dem Aufruf gefolgt, den ich in einem der letzten Videos gemacht habe und haben schon Gesprächstermine mit mir vereinbart. Warum? Das sind einfach Personen, die sagen, okay, ich bin jetzt echt schon lange dabei an der Börse, Punkt 1, und habe es irgendwie noch nicht richtig geschafft und ich habe keine Lust mehr, dem Markt jetzt Geld in den Rachen zu werfen. Ich würde es jetzt einfach mal gerne richtig lernen. So. Sprechen wir natürlich miteinander, einen Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung zu dem unverbindlichen Gespräch. Und dann guckt mal, wo wollt ihr hin, wo soll eure Reise hingehen, passt das irgendwie mit meiner Art Arbeiten zusammen und ja, können wir dann irgendeine Art und Weise im Kontext eines Coachings zusammenkommen oder sage ich, ach nee, irgendwie sehe ich dein Lebensmodell aktuell nicht so richtig dafür geeignet, ne? Oder das ganze Mindset drumherum. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, ich stehe ganz am Anfang und bevor ich jetzt hier meine ersten zwei, drei Konten crashe, würde ich es gerne richtig lernen. Auch da wäre so ein Gespräch natürlich erst einmal sinnvoll, dass man guckt, wo steht ihr, wo kann man euch abholen und seid ihr überhaupt schon dazu bereit, das Ganze auch etwas professioneller anzugehen. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Vielleicht erinnert ihr euch hier an diese fette Linie bei ungefähr 1648 Dollar. Ich hatte gesagt, als wir hier noch auf dem Weg in Richtung Süden waren, hatte ich gemeint, dass das hier so ein Etappenziel sein wird, wo der Kurs dann einfach hinläuft und dort herumpendeln wird. Und das hat er letztendlich auch gemacht, ne? Also wir sehen das schon hier, wir sind drauf getroffen, hier schon am 23.09. seitdem immer wieder rangegangen, jetzt sind wir hier wieder drüber gestiegen. Also dieser Bereich hier, da pendelt der einfach herum, hier ist auch die Dynamik der Abwärtsbewegung massiv eingebrochen. Das muss man eben auch sagen. Ich hatte immer wieder gesagt, so diese kleinen Abwärtstrends hier, das interessiert mich momentan nicht so richtig, weil da in meinen Augen nicht so viel zu holen ist. Wir sind einfach schon zu schwach und ich will lieber aus der Tiefe des Raums einsteigen, ne? Wie ich das immer so formuliere. Das heißt also, mir wäre es lieb, wenn A, der Kurs beispielsweise jetzt sehr stark steigt, das kann auch eine bullische Übertreibung sein, ne, jetzt von der Bärenseite gesehen, kann meinetwegen richtig massiv steigen, wieder so in den überkauften Bereich kommen, einfach, dass wir wieder im Kontext der letzten Wochen wieder relativ stark unterwegs sind und wenn sich dann wieder eine bärische Aufbauphase bildet, dann bin ich gern dabei. Ja, jetzt auf dem aktuellen Niveau für mich völlig uninteressant auf der Bärenseite. Auf der Bullenseite ist natürlich jetzt momentan gar nicht so unattraktiv, weil wir einfach sehr, sehr schwach unterwegs sind im Zusammenhang der letzten oder im Kontext der letzten Wochen und Monate. Und da ist natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis wieder auf meiner Seite, beziehungsweise ist von vornherein ein bisschen besser. Was mir aber hier nicht gefällt, und die Aufmerksamen unter euch, die werden das auch wiedererkennen, denn das haben wir. Ich switch mal kurz zurück bei unserer bullischen Aufbauphase hier von Ende Juli diesen Jahres gesehen. Wir waren hier sehr dynamisch unterwegs, viel zu dynamisch in meinen Augen. Und hier sieht es momentan noch steiler aus, ja, im M15-Chart. Also wir sind stark gestiegen, aber das Ganze ist eben in meinen Augen auf eine insgesamt kurzfristige Schwäche des US-Dollar zurückzuführen. Also wir sehen es in allen, wir sehen das im Gold, wir sehen es im Öl, wir sehen es im Euro-US-Dollar, Britisch-Pfund-US-Dollar, Neuseeland-Dollar-US-Dollar, Australisch-Dollar-US-Dollar. Also überall, wo der US-Dollar seine Finger im Spiel hat, sehen wir momentan diese eine Stärke dieser Handelsobjekte, die aber nicht unbedingt auf die Stärke der jeweiligen Währung oder Rohstoffe zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf die Schwäche des US-Dollar. Und wenn wir jetzt mal den großen Zusammenhang sehen, und ich weiß, ich bin ja eigentlich nicht so der Fundamentale, ne? Aber es spricht jetzt nicht ganz so viel für einen extrem abschwächenden Dollar auf einmal. Das kann kurzfristig mal sein, über ein paar Wochen, ein paar Monate, weil vieles von der Fed-Leitzinserhöhung und so, das ist alles auch schon eingepreist gewesen, schon seit Monaten. Also es wäre durchaus willkommen, wenn hier mal ein bisschen Luft rausgenommen würde, aber man muss eben vorsichtig sein. Sind wir wieder bei dem Thema, ne? Ich muss wissen, was ich tue. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir sehen hier eine bullische Aufbauphase, die sich jetzt hier noch in der Entwicklung befindet. Ich nehme mal hier diese Linie raus. Dann möchte ich zunächst einmal sehen, dass wir hier dieses Plateau, was sich hier gebildet hat, bei ungefähr ja, 1662, 1663 Dollar, dass wir da drüber klettern. Aber auch da möchte ich noch nicht reinspringen. Im Gegenteil, ich würde gern sehen, dass er, wenn er das Plateau überwunden hat, nochmal auf unsere 1636 ungefähr zurückkommt. Also 1636, 1635, 1637, irgendwo in dem Bereich zurückkommt. Dann wieder Stärke zeigt, ja, dass sich dann Stärke wieder aufbaut, ein gewisses Statement, ja, wahrscheinlich nächste Woche drüber sprechen können. Und dann wäre das so, wo ich sagen würde, ja, da könnte man durchaus mal in Richtung Norden hier eine Aktion starten, gucken, wie sich das entwickelt. Und da wären so die ersten Etappenziele bei ungefähr 1713, 1719 Dollar zu finden in meinen Augen. Und wenn wir uns die mal merken, 1713, 1719 vor allen Dingen, und dann nochmal in das Tick Volume Profile zurückgehen, dann sehen wir unser Niveau hier oben, nämlich rund um die 1719 Dollar Marke. Hier haben wir noch einen ehemaligen Widerstand. Da taucht jetzt schon seit einer Weile in unserer Liste auf, die ich immer montags unter das Video poste. Und da würden wir quasi, wenn wir das als Etappenziel betrachten wollen, würden wir exakt drauf gehen auf diesen Widerstand. Und dann ist es dort natürlich mega interessant. Dann werden wir auf jeden Fall wieder ein Stück weit überkauft sein im Kontext der letzten Wochen. Das heißt, wenn er dort abprallt, mögliche bärische Aufbauphase, ne, ihr wisst schon, also die schönsten Szenarien wären jetzt eigentlich, wenn wir hier, wenn jetzt hier einfach auf der Bärenseite mal ein bisschen Luft rausgelassen wird, wenn wir auf der Bullenseite eine saubere Aufbauphase sehen, saubere Retests sehen und es entsprechend engagieren können, eine Zeit lang in Richtung Norden gehen und dann der aktuellen, ja, der aktuellen vorherrschenden Meinung im H4 und Daily Chart wieder folgen und dann wieder in Richtung Süden mitgehen können. Ne? Das wäre einfach das Traumszenario, was ich so ein bisschen vor Augen habe.
Erst so ein bisschen Long, dann Short. Aber wie gesagt, wenn Long, dann müssen hier die gewissen Bedingungen erfüllt sein, die ich gerade genannt habe. Denn es ist ganz schnell passiert, dass wir hier wieder unter dieses letzte Tief durchrutschen bei 16,14. Und dann ist natürlich wieder richtig viel Platz in Richtung Süden. Das haben wir im H4 beispielsweise gesehen, ne? Und da muss man auf jeden Fall drauf achten, dass es nicht zu viel hier hineininterpretieren, nicht zu viel denken, also so wie Hoffnung da reinsetzen und sagen, ah, ich habe aber noch so eine Goldposition von Anno dazumal, die ist ganz weit oben und jetzt muss er sich doch mal wiederholen. Nee, der Markt muss eben einen Scheißdreck, das muss man ganz klar sagen. Ja. Deshalb lieber ganz in Ruhe hier an dieser ganzen Sache rangehen. Okay, das war's für mich. Ich will gar nicht weiter drum herumlabern. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, Video gerne ein Like zu geben, beziehungsweise einen Kommentar dazu lassen. Noch viel, viel besser. Und abonniert den Kanal. Und vor allen Dingen viel Spaß bei Trading für euch neu gedacht. Den Anmelde-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Beziehungsweise vielleicht dann, wie viele andere in den letzten Wochen, hören wir uns in einem persönlichen Telefonat und besprechen mal, wobei euch die Reise hingehen soll und wie ich euch dabei helfen kann. In diesem Sinne, erfolgreiche Restwoche und ein schönes Wochenende. Tschüss, bis bald, euer Peter.